Was gibt es Schöneres als ein gutes Fischbrötchen auf der Hand? Bei uns im Norden gehört das einfach dazu. Doch wo gibt es in Flensburg die besten? Unsere Facebook-Umfrage lässt da keine zwei Meinungen zu. Der eindeutige Gewinner, Bens Fischhütte. Es schmeckt mega lecker. Man schmeckt einfach, dass es mega hohe Qualität hat alles. Und die Soßen individuell abgestimmt, selbstgemacht sind. Und der Fisch natürlich großartig schmeckt. Also und die Brötchen, also alles. Ja, ich esse immer das Matthias-Brötchen. Kannst du woanders nicht essen, nur hier. Weil das eigentlich auch die erste Fischbrötchenbude hier in Flensburg war. Und seit jeher eigentlich irgendwie so ein Ausflugsziel ist, wo man am Ende des Hafenspaziergangs nochmal einkehrt. Die haben hier richtige Brötchen, nicht so diese Papp-Aufbackbrötchen. Das ist, glaube ich, die einzigen, die Brötchen noch irgendwie warm machen. Das ist einfach immer geil. So viel Lob von den Gästen. Da fragen wir aber nochmal den Chef selbst nach dem Geheimnis seiner Fischbrötchen. Also ich achte schon sehr darauf, dass alle Komponenten wirklich spitzenmäßig sind. Und wir machen jedes Fischbrötchen frisch. Führt allerdings dazu, dass wir öfter mal lange Schlangen haben. Aber so eine halbe Stunde muss man meistens mit einplanen. Aber das ist auch ein Grundsatz. Also ich werde auch nie auf die Idee kommen, 100 Brötchen in die Auslage zu legen. Und dann, wenn man Pech hat, kriegt man eins, was schon zwei Stunden da liegt. Wir machen alles frisch. Wir rösten die Brötchen vorher noch an, damit die schön warm sind. Und alle Komponenten müssen einfach Spitzenklasse sein. Und dann hat man ein vernünftiges Fischbrötchen. An Gutwettertagen gehen schon mal um die 500 Brötchen über die Theke. Und auch heute noch schaut Besitzer Ben Heinrich, wie man die noch besser machen kann. In jeder anderen Stadt, wo ich bin, gehe ich mindestens einmal an eine Fischbude und kaufe mir da ein Brötchen, um einen Vergleich zu haben. Am liebsten ist er übrigens Matthias. Bleibt wohl das einzige Manko bei großem Fischbrötchenhunger, die lange Warteschlange. Aber das ist bei der Location und bei schönem Wetter auch nur halb so schlimm.